Da. So, dann spielen wir doch mal weiter. Magst du mich heute spielen? Das ist super lieb von dir. Vielen Dank. Ich sollte den Deckel abmachen. Jim, wir waren noch nicht so ganz schlau draus, was das da ist. Okay, wie so? Was ist das? Kann sich das angucken? Das ist Kurbeln, aber was bringt mir das Kurbeln? Nicht. Eine sehr gute Frage. Was tue ich mit diesen Kurbeln? Und dafür brauche ich Geld. Geld habe ich auch noch nicht. Na, ne? Ich mag den Opa, der ist süß. Was ist da? Oh. Ah! Haha! Cool. Yay! Eine Spielhalle. Wie cool ist das denn? Ah, ich glaube, wir müssen da zuerst Strom produzieren, kann das sein? Ich bin schlecht in dem Spiel gewesen immer. Werden schneller! Panik! Was noch mehr? Wie? Was? Wie? Hä? Oh Gott! Ich mag das Spiel, es sind so viele Minigames drin. I like that. Everyone die! Gibt's extra Punkte, wenn man Big Mama Schiff tötet? Ja, cool. Ich sollte das nicht so lang spielen, glaube ich. Hat das ein Ende? Bin mir nicht sicher. 1000 Punkte ist ein Ding. Oh fuck, ich muss 1000 Punkte kriegen? Wie gibt das Mutterschiff? Ich habe nicht hingeguckt. Per Express? Oh. Der Express finde ich gut. Der Express find ich sehr gut. Oh. 600. Oh, shit. Oh, ich habe 3 Leben. Alles klar. Muss ich das schaffen? Ich habe das Gefühl, ich muss das genauso schaffen, wie das Kind gewinnt, ne? Oh, das gibt voll viele Punkte. Ich muss das Mutterschiff öfter treffen. Oh. Okay.
Okay. 800. Was, die Münzen raus? Was? Wie? Was? Ich streue die hier mal unauffällig in den Chat. Ganz unauffällig. Willkommen zurück im Bier's Geschmack. Meine Reaktion ist göttlich, findest du? Das ist schön. Ja, den Clip finde ich auch gut, der gefällt mir. Dein Mutterschiff, ich brauche 1000 Punkte. Gib mir diese 1000 Punkte. Ey. Nicht mehr viel. Was, die müssen raus? Okay, ich streue die hier mal unauffällig in den Chat. Ah, jetzt. Okay, ich verstehe. Madbug, vielen, vielen Dank für 300 Bits. Meine Güte, Dankeschön dafür. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Danke. Pizza Panda. Hallo, schön, dass du da reinschaust. Wie geht es dir? Eine Pizza und du bist jetzt schon fertig? Also ich habe jetzt eine Münze. Oh, bin ich gespannt, was für Minispiele gleich kommen. Ach ja. Mhm. Was erwartet uns jetzt? Ah, I guess. Auch nicht. Hier als Entschuldigung Toast Set. Loops. Vielen Dank. Bewegt. Haben wir. Okay. Loops, vielen, vielen Dank für 25 Bits. Dankeschön. Lass dir deine Hotdogs schmecken. Ich hoffe, sie sind gut. Und hallo Chili, schön, dass du da bist. Noch eine Stunde für eine Pizza? Ich lass mir mal Zeit mit Pizza. Hallo Knie. Hallo. Wie geht es dir? Also ich rate mal. Ich muss den blauen Boppel in die gelbe Öffnung. Am I right? Ich glaube, ich bin richtig. Aber ich bin mir... Weil so kommen wir nicht mehr raus. Und so kommen wir nie rein. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Ja, sind sie? Okay, gut. Kaputt. Und immer auf der Suche nach ruhigen Orten. Oh, kaputt ist nicht gut. Kaputt ist, bin ich schon genug. Muss nicht noch jemand anders sein. Du bist an einem wunderbar ruhigen Ort. Vielleicht mit ab und an ein bisschen fluchen. Freut mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Und ich finde, Machinarium ist das perfekte Spiel zum Abschalten. Vor allem, also abschalten ist falsch. Man muss ein bisschen nachdenken, aber dann kommt man auf andere Gedanken und rätselt ein bisschen mit. Und ich glaube, das ist ganz gut. Nie wirft mit 2 Bits um sich. Ja, alles klar. Alles klar. Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin ein kaputter Panda. Oh, nicht gut. Pandas sind so süß. Also Knie, ich weiß gerade nicht genau, was da abgeht. Bin aber zu selten hier. Ich muss das nachholen. Das freut mich. Das ist schön. Also ich brauche zuerst ihn hier.
Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Aber drehen kann ich den auch nicht, ne? Wie kriege ich den denn hoch? Tricky, tricky, I see, okay, ich hab's, aber halt, stopp, okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Oh, lustig. Ah, das ist lustig, okay, ich hab's verstanden. Ich hab zwei gecheert, einfach weil ich's konnte. Wieso wurde mir das nicht angezeigt? Aber Knie, vielen, vielen Dank für 2 Bits. Dankeschön. Auch wenn es nicht angezeigt wurde und keine Leute kamen. Dankeschön. Und Kevin, dir natürlich auch. Vielen, vielen Dank für den Bit. Und das Bit nehme ich auch. Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. So, ein bisschen. Denke ich. Meine ich. Bin mir aber nicht sicher. Oh, da sind ja noch mehr. MacBook. 100 Stück. Nein, nicht nur 300, schon wieder. Matt, vielen, vielen Dank für 300 Bits. So, um Himmels Willen, ist heute irgendwie Tag der Bits? Was ist da los? Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Dankeschön, Matt. Ey, bei mir kam nichts. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Also, es wird mir auch nicht angezeigt. Total seltsam. Aber es stand im Chat. Okay. Dieses Spiel macht mich ganz dezent kirre. Okay. Thank you.
kriege ich das denn da rein? Habe ich halt, was? Vielen, vielen Dank für 100 Bits. Dankeschön. Ihr seid ja heute richtig hier in Bitslaune. Was ist da denn kaputt? Denkt mal lieber mit mir mit. Was muss ich tun? also das kleine Rote muss in das große Rote. Ich weiß nur noch nicht wie. Weil die Weißen halt voll im Weg sind. Also so kriege ich das auf jeden Fall verschoben. Und dann es setzt aus, wenn mir alle werfen mit Witz um sich. Ich stelle die Kiste lieber vorsichtig an Celas PC. Sonst gehen doch die ganzen Bits kaputt. Wow. Ich hatte heute ein Bier. Ich habe mir vorhin ein Bier gegönnt. Weil der Hase nämlich mir, ich glaube es sind 6 Stück oder 7. So kleine Flaschen mitgebracht hat von sich. Und die musste ich ja testen. Ich habe seit langem mal wieder ein Bier getrunken. War gar nicht so schlecht. Hat mir geschmeckt. Aber irgendwie. Ich will mal fragen. Gut riechendes Zebra. Doppel vielen Dank für 50 Bits. Dankeschön. 100 Bits. Vielen Dank für 100 Bits. Wie bekomme ich das da rein? Easy. ich bin dann auch mal da. Hallo Sabbel, schön, dass du da bist. Was genau bringt das? Aber das muss ja weg. Wie bekomme ich dich da rein? Buster Beans, vielen, vielen Dank für den Host. Dankeschön. Schön, dass ihr reinschaut. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Ich heiße euch willkommen bei Machinarium, einem kleinen, rostigen
Rätselspiel und wir kommen direkt bei einem Rätsel, wo ich gerade ein bisschen am Grübeln bin. Wie geht es euch allen? Und vielen, vielen Dank nochmal für den Host. Dankeschön. Noch einer! Um Gottes Willen! Quasi! Vielen, vielen Dank für den Host. Dankeschön. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch hier nochmal. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen coolen Stream und wir spielen gerade Machinarium und sind mitten in einem Rätsel, bei dem ich gerade hänge. Ja, moin! Moin quasi! Wie geht es euch allen? Ich hoffe, gut. Wenn ich das mache, kann ich hoch und runter, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich... Okay, ich fange nochmal von vorne an. Ich muss ja nach oben. Oder ich muss mit dem Weißen nach oben. Benny, hallo, schön, dass du da bist. Ein Clip. Alles klar? Ich muss mir den Clip angucken. Easy. Wow. Klar, Clips und sowas. Ich meine, warum nicht, ne? Quasi, habt ihr... Sekunde. Habt ihr Way Out gestreamt? Ich glaube, ich habe das gesehen. Bin mir aber gar nicht mehr sicher. Kann man? Nee, kann man nicht. Also, da muss ich es jetzt nochmal von vorne machen. Nein, muss ich nicht. Okay. Wie tue ich dich? Wie löse ich dich? Also ich glaube, ich darf das nicht komplett nach hinten schieben. Aber wie komme ich denn? Das bringt mir ja nichts so. Ah, warte. Ah, alles klar. Okay. Sabbel hat gerade ganz viel mit dem Hund getobt. Warum du von dir in der dritten Person redest? Das ist eine sehr gute Frage, aber es freut mich, wenn du... mit welchem Hund, Sabbel? mit wessen Hund? Wie ist Way Out quasi? Sollte man sich das mal anschauen? Holen? Sollte ich das holen? Ich weiß nicht, ich habe es jetzt schon öfter mal gesehen. Es sieht eigentlich echt cool aus, aber bin mir nicht sicher, ob ich es haben möchte. Weiß noch nicht. Das war kacke.
Irgendwie muss ich das andere auf jeden Fall nach unten kriegen. Dazu brauche ich das da. Das war dumm. Ja, das war definitiv dumm. Ja, einfach nur ja. Alles klar, okay. Ich stimme quasi zu, okay. Also, viele Ja's. Mhm, ich verstehe. Okay. Meine Betreuerin ihrer Nachbarin. Ah, okay, ich verstehe. Hallo Sven. Ich mag Züge. Hohoho, ja, das tust du. Hexe, hallo. Schön, dass du reinschaust. Dieses Level macht mich wahnsinnig. Ich muss mit dem Kleinen nach oben. Wie kriege ich das Kleine nach oben? Boah. Wie geht es dir, liebe Anja? Es geht mir gut, soweit ich hab wohl irgendwas mit, weiß ich nicht was, einer Nebenhöhle in meinem Gesichtsbereich und deswegen tut mir ständig der Kopf weh. Ich habe die ganze Zeit die Nase zu und muss mich die ganze Zeit räuspern. Aber ansonsten geht es mir für heute, dass mir die ganze Zeit der Kopf weh tut, gar nicht so schlecht. Also ich kann mich nicht beschweren. Heute geht es mir gut. Ich hatte heute keine Prüfung. Schule war halb so wild, sie ging nur viel zu lang. Und ich kann ein bisschen abschalten, körperlich zumindest, weil gerade mit Denken ist nicht so irgendwie, habe ich das Gefühl. Du hast dich selbst mit einem Eis belohnt. Ah ja, alles klar. Dankeschön, Hexe. Alles gut. Ich würde schon wieder irgendwann, hoffe ich. Also ziemlich sicher, aber... Wie muss ich dich spielen, Spiel? Doch schon verkackt, oder nicht? Wie schon, ne? Ne, so funktioniert das nicht. Also. Wie bekomme ich dich darüber?
Aber so... Ich muss Platz tauschen mit denen. Aber jetzt ist doch verkackt. Ah, Mann. Eigentlich meine Mama, sie um 1,20 angebettelt, weil ich wollte 2 Kugeln Eis, aber in der Eisdiele hat die Kugel 1,10 gekostet. Du hast dann eine Kugel genommen. Oh. Aber wir haben nur noch Erdbeereis und ich mag Erdbeereis. Nie so mein Ding. Nie so wirklich mein Ding. Also ich muss theoretisch das von mir jetzt, also von dem blauen Pünktchen, das linke nach oben packen. Aber dazu muss das andere weg sein. Wie schaffe ich das, Anke? Du störst. Das ist doch doof. Und so komme ich nie raus. Wie wechsle ich euch? Das muss ich lieb haben, Loops. Diesen Corgi muss ich lieb haben. Seine Pizzakissen mit sich rumschleppt? Mag die Hunde nicht, die haben keinen Schwanz. Warum, was macht er mit der Pizza an der Wand? Was ist das für ein seltsames Game? Das ist komisch, Loops. Das finde ich nicht gut. Sela sieht so langsam ein wenig genervt aus. Game, mach weiter so. Nein! Nein! Ah, okay. Oh! Oh, 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 oh! Ach, scheiße. Thank you.
Alles klar, okay, wir haben eine Münze. Wir haben noch eine Münze. Und Spiel Nummer 3. Du hast es gelöst gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Alles klar. Kann ich nicht mit einer Hand. Mit der falschen. Na dann, Spiel Nummer 3. Ist Lampe kaputt gegangen. Okay, das darf ich wohl nicht spielen. Kann ich nochmal Nummer 1 spielen? Ich dann noch eine Münze? Ja, scheinbar. Oh, wie praktisch. Aber ich will jetzt eigentlich nicht nochmal bis 1000 spielen. Von draußen vom Walde, da komme ich her. Ich muss euch sagen, es stinkt mir doch sehr. Überall zwischen Twitch-Streamer-Spitzen sehe ich doch recht viele Armleuchter sitzen. Gott sei Dank hier nicht. Raute 10 Monate wo? Raute 10 Monate wo? Hier. Da. Oh Gott, Sven, total gut. Sehr, sehr geil. Sven, vielen, vielen Dank für 10 Monate, für deine Unterstützung und alles weitere noch. Dankeschön dafür. Fühl dich ganz, ganz fett geknuddelt und geknutscht von mir. Dankeschön. Kann ich das nochmal von Anfang spielen? Sind das jetzt neue Rätsel? Nein, sind es nicht. Krieg ich dann nochmal eine Münze? Oh Gott, wie ging das denn jetzt nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt ging. Okay, ich schaue erstmal, ob ich mit zwei Münzen klarkomme. Hallo Steve. Sven, wie geht es dir? Ich habe eine Batterie. Wofür habe ich die nochmal gemacht? Und was war? Okay, Sekunde. Ich hatte doch Fotos davon gemacht. Oh, ich habe noch 5% Akku. Fett. Die wieder gelöscht? Ich habe die natürlich wieder gelöscht. Oder? Ja, habe ich. Cool. Ich habe die wieder gelöscht. Fett. Sehr gut von mir. Sven, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ich möchte kein Selfie machen. Dankeschön. Ich möchte ein Foto hiervon machen. Und vielleicht sollte ich meine Maus dabei nehmen. Ein sauberes Objektiv ermöglicht bessere Aufnahmen. Ist sauber. Und kein Geschmarr. Ah, Prinzessin kommt zu Besuch, da freue ich mich aber. Ich hoffe, es geht dir gut. Na, wieso habe ich denn schon wieder meine Maus da davor? Aua. Gott, bin ich heute Mimimi. Ist ja furchtbar. Okay. Also, wir wollen die Truller da weg haben. Also
Kann man es auch in die andere Richtung? Was hat das mit dieser Sonne auf sich? Nix. Nix scheinbar. Okay. Akademie, ja. Perle, schenk uns ein Foto. Ihr könnt mich hier gerade im Bewegtbild sehen. Ist das nicht besser als ein Foto? Melolenquendo, was? Was? Okay, jetzt ist der Typ weg. Aber da oben brauche ich ja eigentlich nichts mehr. Nicht, dass ich wüsste. Ausgerissen. Voll an, ja. Hier oben ist ja nichts mehr. Was brauche ich denn aktuell irgendwie? Weiß ich noch nicht mal mehr, was ich brauche. Na, der feiert sich ein bisschen. Ah, hier habe ich ja eigentlich auch schon alles gemacht. Ne? Bin irgendwie doch etwas müde nach den Hotdogs. Naja, was wundert's dich? Hast du die alle alleine gegessen? Not bad. Ey, was willst du, Handy? Ich bin gar nicht da. Ach, wegen Discord. Die Tür war ja nicht offen, ne? Nochmal Batterien gebraucht? Irgendwer hat Batterien gebraucht. Nein, ich habe die mit meinem imaginären Freund geteilt. Freut mich aber, dass du einen imaginären Freund hast, Loops. Das ist aber schön. Stellst du uns den irgendwann mal vor? Vielleicht? Vielen Dank für 100 Bits. Dankeschön. Soll ich entschieden? Ja, eigentlich wollte ich nicht hochgehen. Ach, was bringt mir die komischen Uhrenzeiten? Das verstehe ich irgendwie nicht. Warum muss ich das machen? Ah ja gut, okay. Hier ist glaube ich nichts mehr. Mit denen noch hin? Nee. Was muss ich tun?
Hier habe ich zum Beispiel keinen Hinweis, ne? Nee. Weiß auch nicht, was er machen. Noch mehr Tulebits. Tule? Noch mehr Tulebits? Ja. Noch mehr Tulebits. That's hot! Hurra! Teile Celastion mit, dass du schon 3 Monate lang überhaupt kein Leben hast. Krasse Sache, das? Au. Wow, okay. Dan, vielen, vielen Dank für 3 Monate Resub. Dankeschön dafür. Und also, ich finde es eigentlich ganz schön, dass du jetzt weißt, dass du überhaupt kein Leben hast. Irgendwer muss es dir ja sagen. Vielen, vielen Dank für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Und fühl dich geklutscht und gedrückt und so Kram. Dankeschön. Wieso habe ich eigentlich eine Nachricht in Discord? Ups. Ich hasse dich. Gib mir keine Fotos. Nicht von Hot Dog. Okay, da wollte ich rein. Okay. Da war jetzt das Fenster von hier, ne? Das wollte ich eigentlich nicht. Was ist das? Kann sie durch die Tür gehen? Nein, kann sie nicht. Aber sie kann ja nichts mehr machen, ne? Wieso gehst du nicht durch die Tür? Geh durch die Tür. Das haben wir doch schon. Fertig für heute? Sekunde. Ich war mal vor Sabbel, dann kam Amerika. Oh, klingt irgendwie falsch. Das klingt irgendwie falsch. Oh Gott, dieses Rätsel haben wir schon mal gemacht. Ja? Ja, wir haben das Rätsel schon. Natürlich haben wir das Rätsel. Hätte ich auch noch unten bekommen? Kann ich noch immer nach unten? Ach, der ist süß. Geht's weiter nach unten? Mal gucken. Aber geht das nicht.
aber da haben wir eigentlich auch schon alles. Beiden sind süß. Hier habe ich auch schon alles fertig. Ah, hier habe ich auch das wieder. Okay, wofür? Hm. Ich kenne ein paar mexikanische Schieber, die nehmen dich schon mit. Ist eigentlich das? Ach, der wollte Batterie. Kann das sein, dass. Ah, wollte der eine Batterie? Ich bin mir gerade nicht sicher. Na! Wie? Ah. Noch zwei Batterien? Oh Gott, jetzt muss ich das nochmal machen. Anja, jetzt sag was dazu. Zu was? Cordy will mich auch loswerden? Hä? Was? Nein, warum denn auch? Wer will ich denn noch loswerden? Keiner will ich loswerden, Sabbel. Heute sind Jets über meinen Kopf geflogen. War laut? Ich glaube, Jets sind laut, oder? Oh. Ah, okay, alles klar. Na dann, wieder ab da nach oben. Die wollen mich ab. Niemand will dich abschieben. Muss ich das jetzt jedes Mal machen oder kann ich jetzt wieder nach oben? Jedes Mal wieder machen. Och, Sabbel. Will dich knuddeln? Das ist richtig. Wenn sie verschwindet, hätte ich niemanden mehr, mit dem ich mich stänkern könnte. Die waren laut. Sie flogen tief. Oh, okay. Stehe. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, wann mir das das letzte Mal so gegangen ist. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Nach unten geht also nicht. Okay. Ach nee, ich muss ja erstmal anschmeißen. Sehr geil. Fällt wohl in die gleiche Kategorie wie gestorben beim Sex oder geplatzt durch zu viel Eis. Ha, geplatzt durch zu viel Eis, finde ich gut. Okay. Dann kriegt der mal seine Batterie da. Hallo Niro, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Heute ist. Hey, ist heute wie Mobben Sabbeltag? Bin ich gar nicht nett. Ich mobb doch gerade gar keiner. Ja, was du hast. Oh.
Ah. Oh mein Gott. So viele Knöpfe. Zwei war der Stern. Okay. Was ist das denn jetzt? Kann man das da jetzt vielleicht... Nein. Okay, dann schauen wir doch mal hier. Hast du Logschein A38? Ist geil. Du platzt nicht zu viel Eis, finde ich gut. Eingeklemmt zwischen zwei zusammenrutschenden Gletschern ist also toll. Ach. Haha, Conny. Geht schmollend in ihre Schmollecke. Savil, was ist denn? Was ist schon wieder passiert? Keiner hat gerade im Moment dich gemobbt. Zwischen deiner Aussage, du fühlst dich gemobbt, und dem, du gehst jetzt schmollen. Finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. Ah, jetzt check ich das. Okay. Warte mal, wir wollen in Stock 2, glaube ich. Das ist der Stern. Okay. Oh, fail. Nur gerade Sekunde. Ja, alles klar. Gibt Sabel ein Duplo-Vibe? Siehst du, keiner mobbt dich, Sabel. Das ist. Was bist du? Das sieht aus wie der Roboter von den Teletubbies. Geh doch mal dran. Heftig. Na? Oh. So ist es besser, Sabel. So gefällt mir das. Alles klar. Nicht da jetzt? Nee, kann ich nicht. Ich mag das, wie er läuft, wenn er so groß ist. Kann er noch weiter nach hinten? Stimmt, wie Nono, nur nicht blau, genau. Nono hieß der. Nein? Die Toilette.
Aha. Kann ich das? Also die Bombe, die wir da gerade gesehen haben, müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Neulich bei der Selbsthilfegruppe. Hallo, ich bin Ingo und ich werde gemobbt. Alle anderen im Stuttgart, halt die Fresse, Ingo. Geil. Sehr gut, Benny. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Hab mich gefreut, dass du da warst. Mach's gut. Das passieren. Okay. Sabbel hat einfach nur gute Laune. Sabbel hat gute Laune, das freut mich. Vielen Dank für 50 Bits. Vierter Monat schon Noha, aber Monat Schmonat sag ich ja immer D. Schmonat? Vierter Monat schon, ja. Schon Schmonat, sehr gut. Schmonat gefällt mir. Matsuta, vielen Dank für 4 Monate Resub. Dankeschön dafür. Und da fühle ich ganz, ganz dicke geknutscht von mir. Dankeschön. Willkommen, Matsuta. Schön, dass du da bist. Also, die Bombe, die wir gerade eben gesehen haben, die müssen wir entfernen. Ja, aber... Oh! Das ist doch Samo-Wurst, oder nicht? Die Geräusche davon. Okay. Dafür habe ich die Schere gebraucht. Ich verstehe. Jedes Mal, wenn ich Bitsurfe, sagt jemand. Sabbel, das muss einen kausalen Zusammenhang geben. Kommt mich jemand massieren? Oh, eine Massage wäre jetzt auch nicht schlecht. So, bitte mal oben rum freimachen. Oh, wow. Matsuta, wie geht es dir? Ich glaube, ich habe das schon gefragt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Frag nochmal. Ah, vielleicht sollte ich den Strom machen. Alles klar. Wow, schön. Ich wollte den mal vergleichen. Ach, ich muss den Strom wieder anmachen. Nein, nein, du sollst den Strom anmachen.
geht alle nacheinander massieren. Mhm. Okay. Alles klar. Jo, okay. Na dann los. Schmeiß rein das Ding. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso hüpfst du da nicht hinterher? Aber dann lasse ich meine Bürste zu Hause. Zur Hölle. Ach ja. Massiert nicht jeden. Der Chefin vorbehalten. Ich schraube die immer ab und desinfiziere die dann später. Das sind 12 Paar Wechselhände. Ja, ich weiß, dass die Bombe da ist, aber was soll ich denn machen? Du lässt mich da ja nicht hin. Oder runterhüpfen oder so. Damit habe ich nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Und jetzt? Was jetzt? Ah. Ach du Scheiße. Eins muss zu A. Willst du mich komplett veräppeln? So, zwei muss zu B. Drei muss zu C. Und 4 zu D. Hat scheinbar funktioniert. Alles klar. Da hoch? Bestimmt. Was zur Hölle?
What the fuck? Das Klopapier ist wohl von der besonderen reißfesten Sorte ein bisschen. Ja, 12-lagig könnte es wahrscheinlich sein. Also ich schätze, die Grünen müssen da runter, aber... Ich bin gerade noch ein bisschen überrascht. So auf jeden Fall nicht. So komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Okay, was bist du? Ich verstehe. Alles klar. Kann ich ihn abstecken? Hilft das was? Ändert das was? Oh, da hinten ist ein Kasten. Kasten sind immer gut. Man achte nicht auf meine große und kleine. Die ist heute im Bett geblieben. Ach du meine Güte. Okay, alles klar, keine Ahnung. ja.
Oh, du holst Pizza. Keine Ahnung, was du damit machen sollst. Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Kann ich sonst irgendwas machen? Nein. Ich kann scheinbar gehen. Okay, scheint nicht so wichtig zu sein, dass der da halb verreckt. Einen Schlüssel habe ich nicht gefunden, ne? Ich möchte gerade noch nicht gehen. Ich gehe nochmal hoch und guck, was wir oben machen könnten. Du willst dich mit dem zusammenstöpseln? Aber ich habe kein Kabel. Ja, aber wir haben immer noch kein Kabel. Ich habe kein Kabel. Woher kriegen wir ein Kabel? Lachsfilet mit knuspriger Haut. Das auch. Sekunde, was konnte ich da machen? Ach so. Im ersten Stock waren wir schon. Alles klar. Wie? Oh, was? Oh Mann. Ich bin noch nicht dahinter gestiegen, was dieses Urgedöns uns bringt. Warum ist das so? Warum tut's das? Und weshalb, wieso, warum? Und wo kriege ich ein Kabel her? Drei gefühlt endlose Werbeclips für popplige 6-Bits. Yay? Yay, kann das sein, dass das Game etwas tricky und etwas verstört und etwas süß ist? Quasi, du sagst es, ja. Es ist super, also ich finde es wirklich kompliziert, manche Rätsel. Dadurch noch, dass ich ab und an wirklich überhaupt keine Ahnung habe, was ich mit dem Quatsch machen soll, den ich einsammel. Aber daneben ist halt, also zum Beispiel die Grafik ist alles handgezeichnet und dann halt eben animiert. Das finde ich super schön gemacht. Die Roboter sind einfach super niedlich. Ich meine, schau sie dir an. Es ist halt voll gut. Und aber das dann noch so ein bisschen dieses creepige, ja. Ein bisschen creepy ist es. Da gebe ich dir recht. Wieso kann ich nicht einfach die Tür aufmachen? Cordy, vielen Dank für 6-Bits. Dankeschön dafür. Und ja, es ist, es ist halt Werbung, die du anschaust. Mehr ist es halt nicht. Schieb das Uralt-Dings etwas nach vorne, damit Zähler dahinter steigen kann. Das Uralt-Dings? Welches? Gab 500 Bits für 2 Euro für Prime-Nutzer. Muss man doch mal Zähler, Nerve, unterstützen. Nerve. Sehr geil.
500 Bits für 2 Euro für Prime-Nutzer. Vielen, vielen Dank für 110 Bits, Häschen. Dankeschön. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn du mich nervst. Das ist immer so lieb von dir und so, so großzügig und nett und... Okay, also, wir brauchen, was tun wir, was benötigen wir? Ein Kabel. Aber wo kann ich eigentlich... Feste gerade mal. Das freut dich. Das kann ich dann wiederholen. Ich habe für 599 Cent bezahlt. Okay. Häschen, vielen Dank für 5 Bits. Natürlich freut mich das, Mann. Oh mein Gott. Ein Robo-Rolli-Fahrer, der ist total gut. Den haben wir, dem haben wir zuerst Öl bringen müssen und dann Sonnenblumenöl und dann hat er seinen Rolli wieder und seine Knie wieder zum Laufen oder halt eingeölt. Und seitdem hat er da seinen Spaß mit Hin- und Hergerolle. Total niedlich. So, ich brauche bitte einmal die... Das, was ich gerade habe, nur... Das. Ist jetzt hier noch das Zeichen? Daran bin ich schneller. Okay, und jetzt was da? Kann ich mich währenddessen bewegen? Ich glaube, die Schule hat Sabbel heute kaputt gemacht. Sie macht Matheaufgaben freiwillig. Ernsthaft? Um Gottes Willen, Sabbel, du Arme. Mach sowas nicht. Freiwillig Mathe? Da denn kaputt. Also ich mag Mathe, aber doch nicht freiwillig. Überall Roboter. Ich glaube, die Schule... Und Sabbel, vielen, vielen Dank für 100 Bits. Dankeschön. 50 plus 50. Freiwillige Matheaufgabe. Los. Art for Life. Hallo, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Kali, alles gut. Überhaupt gar kein Thema. Hab mir Apfeltee zubereitet und etwas mit Waldblütenhonig gesüßt. Und gekühlt. Einfach nur ein geiles Sommergetränk. Apfeltee. Wenn ich das trinken würde, würde ich sterben. Aber, Loops, ich glaube, dass es bestimmt gut schmeckt. Deswegen lass es dir schmecken. Und Sarah, vielen Dank für den Bit. Dankeschön. Kekse aus der Luca-Ecke werfen. Wirfst du keine Kekse nach uns? Gib sie uns lieber nicht werfen. Was muss ich tun? Warum muss ich das machen? Ich verstehe das nicht. Wieso muss ich da dran rumdrehen? Und warum... taucht dann da so ein komischer Typ auf. jetzt muss ich nochmal 2 nach hinten. Ja. Also, wenn jeder cheert, dann will ich auch. Aber da ist nichts. Ich kann ja nichts tun.
Nee. Hm. Weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also sind jetzt Tipps erlaubt? Ihr habt jetzt meine Erlaubnis dazu, weil ich habe keine Ahnung, was ich da tun muss. Weil es ist halt völlig... I don't know. Keine Ahnung. Und es regt mich auf, wenn ich keinen Grund sehe in Dingen, die ich tun muss. Jetzt habe ich das ja schon gemacht. Was habe ich dadurch erreicht? Bis jetzt noch nichts. Doch, dass der weggeht. Das war aber alles. War das, das der Sinn davon? Bin mir gar nicht sicher. Blöder Azubi. Einen wunderschönen Abend auf zurück. Cheer, 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 kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Cheer, 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 cheer. Ist das vielleicht wie ein Tresor? Erstes rechts rum, dann links rum, dann rechts rum. Naja, ich habe doch diese Zettel hier. Die habe ich ja abfotografiert, deswegen schaue ich ja die ganze Zeit auf mein Handy. Ja, hier. Und da stehen immer so hübsche Zeichen mit einer Nummer daneben. Und die muss ich drehen. Und dann taucht halt entweder der Typ da oben auf, die Truller da unten geht rein, oder der Typ da oben. Mensch, Leute, Bits werfen, Kekse werfen? Hallo, Lebensmittel schmeißt man nicht. Bits kann man nicht essen. Ach, du meinst das Bier. Ja, alles klar. Matsuta, vielen, vielen Dank für 10 Bits. Dankeschön. Nee, jetzt wollen wir auch nicht mehr? Okay, na gut, Sven. Dann keine Kekse für Con. Wirft Mods durch den Chat. The fuck. Alles klar. Ja, okay. Was muss ich tun? Wow. Also was zur Hölle? Häschen hat sich, glaube ich, verklickt. Sollte nicht mit dem Schwert werfen als Rache. Ach, ich wirf nur den Hasen durch den Chat. Okay, ich weiß wirklich überhaupt nicht, was das da sein soll. Deswegen lasse ich das jetzt einfach sein. Und gehe nochmal gucken, was wir sonst noch so finden. Können wir das Kabel hier vielleicht irgendwie? Der da immer noch dran rumzuckt, ne? Hier irgendwie ein Kabel. Mit den Klamotten an die Wand getackert ist. Okay. Nein, ich möchte nicht spielen. Ich möchte ein Kabel haben. Wo bekomme ich am schnellsten ein Kabel her? Halli, du hast das doch durchgespielt letztens. Oder? Ich glaube, du hast gesagt, du hast das durchgespielt letztens. Hast du einen Tipp für mich? Irgendwas, was mir hilft bei dem komischen Gedudel da oben mit der Kirche? Muss auch mal auf. Schönen Abend noch, viel Spaß beim Rätseln. Mr. Lemon Smile hat mich gefreut, dass du da warst. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Mach's gut. Hm.
könnte ich ein Kabel herkriegen? Das Einzige, was mir Kabelähnliches einfällt, ist der Schlauch, den die... Wie hieß die Freundin? Ich weiß nicht mehr, wie die Freundin hieß. Wie seine Roboterfreundin halt benutzt hat. Oh. Ich wusste gar nicht, dass ich da hoch kann. Okay. Wie süß das ist. Okay. Ich hänge aktuell da. Also ich habe schon die Bombe entschärft und ich war oben bei dem, ich denke mal, Bürgermeister. Und brauche jetzt ein Kabel. Aber ich weiß noch nicht so recht, was mir diese Glocke bringt. Also die Kirche. Weißt du, was ich meine mit Kirche? Muss nichts mehr machen. Und hier, das kriege ich auch nicht auf. Bei minus 1 war ich noch nicht. Gehen wir mal zu minus 1. Oh, da fehlt ja eins, ne? Kann da gar nicht hin. Da fehlt so ein Nöpsel. Oh, das finde ich nicht gut. Warum fehlt so ein Nöpsel? Ein Kabelsalat? Nee, für den Bürgermeister. Also zumindest dachte ich, dass ich das brauche. Hier für ihn. Weil wenn ich hier oben bin und das da mache, ein Kabel. Oder nicht? Echt blöd. Nicht das hier, sind auch nicht so ganz verschont. Da muss ich auch noch irgendwie machen. Okay, setzen wir uns mal hier ran. Wie kriege ich das hin?
bin mir nicht so ganz sicher. Wie soll ich das denn verschwinden lassen? So auf jeden Fall nicht. Wie bekomme ich diese drei Kugeln darüber? Aber so ändert sich das ja auch nicht. Warum? Wieso ist das so? Wieso mag mich das Spiel nicht? Ich krieg die rote da partout nicht weg, ne? So auch nicht. Muss irgendwie dahinter. Wo tue ich das denn dann hin? Ja, okay. Wie kriege ich denn wie kriege ich das denn hin, dass die dann da sind und das Grüne darüber kann? Kann ich es wieder zurücksetzen irgendwie? Nee, ne?
kann ich nicht. Oh, die Rätsel regen mich auf. Bin ich zu blöd dafür. Also die Roten müssen unten hin, weil sonst sind die nicht über diese Ecke weg. Die Blauen müssen dann wahrscheinlich runter. Aber... Das ist dann halt bei mir auch aufgetragen. Wenn ich Blau und Rot tauschen könnte, kann ich das nicht irgendwie wieder zurücksetzen? Nee, ne? Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir, Triceros. Hallo. Ich glaube, das ist nicht gut mit meinen Kopfschmerzen. Wie gehst du, Rätsel? Sprich mit mir, los. Sag mir, wie du funktionierst. Bitte. Wär das möglich? Warte mal, kann ich? Nein, das war zu weit. Nee, kann ich natürlich nicht, weil reicht um einen Block nicht. Oh, okay. So, ich nochmal unten. Irgendwann kriege ich das raus. Nein, stopp. Wie bekomme ich dich da hoch und die Grünen da runter? Was ist so schlimm daran, dass du 500 Gramm Joghurt gegessen hast? Du redest einfach das Zeug, das war Latein. Warte Sekunde, hat nicht Major sowas vorhin auch noch geschrieben? War das irgendwie Tag des Lateins oder so? Hm.
Also die roten oder lilanen müssen nach da. Wie bekomme ich die da hin? Zwei, drei, vier, fünf. Ich wollte halt mal kreativ sein, was anderes als Hallo schreiben. Die gelben vielleicht nach links unten und die grünen in der rechten unteren Ecke verstecken. Die gelben vielleicht nach links unten. Also du meinst jetzt hier, ja? Und die grünen rechts. Ja, so haben wir angefangen, ne? Aber dann kriege ich die ja trotzdem nicht. Wir haben hier fünf Stück. Also der einzige Platz, wo ich sie hinkriege, ohne dass sie hier irgendwie im Weg sind, sind halt hier die fünf. Also hier vier, fünf. Klingt halt wie eine Kranke. Ach so. Die blauen unten waagerecht. Hier. Also ich muss ja mit den grünen, mit den drei da nach oben. Soweit ich das jetzt verstanden habe. Es wird für mich logisch sein eigentlich. Und damit ich da an den roten vorbeikomme, muss ich die roten hier unten hin tun. Denke ich. Also für mich wäre das die einzige logische Erklärung aktuell. Kann natürlich auch sein, dass ich sie hier hin machen muss, aber... Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Aber da hört es halt auf. Und das finde ich doof. So, ich denke, ich gehe ins Bett. Gute Nacht, Celasti. Celasti. Sabe, vielen, vielen Dank. Dankeschön für deine 2 Bits. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Vorhin warst du an einer Stelle, wo es vielleicht hätte klappen können. Sorry, gute Nacht. Was? Vorhin warst du an einer Stelle, wo es vielleicht hätte klappen können. Sekunde, gehst du jetzt auch? Sagst du gerade gute Nacht zu Sabbel oder zu uns? Achso, okay. Rezerus, wie geht es dir? Man hört so wenig von dir. Oh, ich gebe auf. Ich habe keine Ahnung. Und keine Geduld. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das wissen wir alle.
Wow. Oh Mann. Eine sehr tolle Erklärung. Staatsexamen ist im Gange, daher auch wenig Internetpräsenz derzeit. Aber wird schon halbwegs. Ich drück dir die Daumen, Triceros. Ich hoffe, das wird ganz schnell was. Nun zum Rollschrank. Und ihn öffnen. So verschieben, dass die grünen Kugeln sowohl oben im Spielfeld als auch unten im Spielfeld auf den grünen Feldern liegen. Das habe ich mitgekriegt. Kann ich das hier irgendwie resetten? Kann ich nicht, ne? Ich weiß auch nicht mehr, wie die waren am Anfang. Nach rechts ziehen. Die Erklärung ist kacke. Das finde ich nicht gut. Nein. Danke. Wir hören uns mal wieder. Hoffe ich zumindest. Schlaft alle gut. Und bis bald. Ich hoffe doch, wir hören uns mal wieder. Und ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Hab mich gefreut, dass du reingeguckt hast. Fahrstuhl, Etage, Kuppel. Kettenverschiebung. Hätte gerne gewusst, wie es am Anfang ausgesehen. Geht das? Ist das möglich? Aber ich glaube so. Mal gucken, ob ich das wieder hinkriege. Richtig. Wie habe ich das gemacht? So war es am Anfang. So, und jetzt das hier auch noch. Okay, so sah es am Anfang aus. Das hilft mir schon mal weiter. Weil dann kann ich nämlich jetzt das andere wieder nehmen. Lösung mit Bildern. Das ist aber nett, dass ihr Bilder dazu packt. Let's try again. Ah, oberes Ende von Gelb. Nach oben ziehen! Wow. Ich mach das jetzt Schritt für Schritt. Sekunde, was? Rechtes Ende von Gelb, ein Feld nach rechts und dann oberes Ende von Gelb, ein Feld nach rechts. So. Unteres Ende von Grün nach unten ziehen. Boah, diese Erklärung kehrt mir zwei Espresso bewaffnet zurück in den Stream. Oh, Knie, gib mir einen ab. Bitte. Gib mir einen ab. Unteres Ende, oberes Ende von Rot nach links ziehen. Wie soll das denn gehen? Oh. Unteres nach rechts. Grün in der Mitte nach oben ziehen. Was? Hä?
Wie soll das denn gehen? Das gibt für mich keinen Sinn. Was soll denn grün in der Mitte nach oben ziehen heißen? Muss schon mal herkommen, wenn du einen Kaffee willst. Oh. Mann. Gruß aus dem Garten, Gruß zurück zum Garten. Ich hoffe, es geht dir gut, Türchen. Genießt du die Sonne noch ein bisschen? Ich muss gestehen, ich check das nicht, was die mir hier verzapfen wollen, irgendwie. Oberes Ende von Gelb nach oben ziehen. Getan. Die Chica grüßt dich ganz doll und meckert dabei. Was meckert sie denn? Er, die Chica. Was will er denn? Und natürlich Grüße zurück. Die Sonne ist ja schon weg, aber das Bier ist auch okay. Stimmt, die Sonne ist ein bisschen weg. Da gebe ich dir recht. Bei mir ist so hell, wie als wäre Sonne da. Unteres Ende von Gelb nach rechts ziehen. Doch rechts. Das ist rechts. Ja, ist rechts. Okay. Linkes Ende von Grün. Links. Das da. Oberes Ende von Rot. Drei Felder nach unten. Eins, zwei, drei. Rechtes Ende von Gelb. Ein Feld nach rechts. Oberes Ende von Gelb. Ein Feld nach rechts. Gibt keinen Sinn. Oberes Ende von Rot nach links. Unteres Ende von Gelb nach rechts ziehen. Grün in der Mitte nach oben ziehen. Linkes Ende von Rot zwei Felder nach unten. Linkes Ende von Gelb nach oben. Ah! Um Gottes Willen, endlich. Okay, alles klar. Jetzt habe ich das auch verstanden, was die von mir wollen. Heilige Scheiße. Mir sogar die Erklärung zu hoch. Okay. Rot in die obere Reihe nach ganz links ziehen. Check. Grün nach oben ziehen. Check. Gelb nach unten rechts. Okay. Grün zurückziehen und die Kreuzung freimachen. Rechtes Ende von Blau nach oben. Linkes Ende von Blau nach unten. Oberes Ende von Grün. Oh, ach ja. Wir sind jetzt bei 4 Monaten. Ein Vierteljahr. Danke, dass ihr mich noch nicht rausgeworfen habt. Hashtag Zebraherde, Hashtag Herdenknuddeln, Wong der Neißigkeit, Herr Lohl, kleiner als 3. Also wenn wir den letzten Part streichen, ja? Vielen, vielen Dank, Knie, für 4 Monate. Dankeschön für deine Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Fühl dich ganz, ganz lieb geknutscht von mir. Dankeschön.
Und wenn du schon darum dankst, dass wir dich nicht rausgeworfen haben, wenn du das möchtest, dann können wir das regeln. Du musst nur Cordy Bescheid geben, der hat Spaß daran. Der macht das sogar mit einem Arschtritt, nur für dich. So wie du das haben möchtest. Okay, oberes Ende von Kühl nach oben links in die mittlere Schiene ziehen. Hä, Sekunde, nein. Rechtes Ende von Grün hochziehen. Okay. Dann das da. Dann das da. Gelb nach ganz oben. Blau nach unten rechts. Grün nach unten links. Gelb nach links in die mittlere Schiene. Blau einmal im Uhrzeigersinn rundziehen und wieder unten rechts in der Ecke ablegen. So. Oh, okay. Rot über die Mitte nach unten rechts ziehen. Rot über die Mitte nach unten. Blau in die obere Schiene ziehen. Okay. Rot wieder nach oben. Nicht so. Okay. Rot nach unten links. Grün nach oben rechts. Rot nach unten links ziehen. Wie soll das denn gehen? Ist doch schon unten links. Grün nach oben rechts, gelb nach unten rechts. Grün nach unten links. Ah! Oh Gott. Ach, leck mich doch. Wenn, dann will ich wenigstens von der Chefin rausgeworfen werden. Muss aber nicht sein. Alles klar, wenn es nicht sein muss, dann kannst du gerne hier bleiben. Ich hab dich nämlich ganz gern da. Okay, wir haben ein Kabel. Das haben wir gebraucht. Aha. Was? I don't know. Was ist noch so einer? Ah! Da ist auch noch einer! What the fuck? Was ist das süß? Ich bin sehr froh darüber, dass man nicht stirbt, wenn man gegen die Wand liegt. Boah, ich bin langsamer mit dem Schiff. Okay. Oh, ich muss ich alle killen? Oder? Nee. Okay. Was? Den Nerd-Kollegen auch vermissen? Ach so. Ich habe so langsam echt Angst vor Knie? Ach so. Will ich dich nicht abschälen? Zumindest darfst du das nicht bei mir.
Also du kannst Streifen verschenken, das ist richtig. Aber Sekunde, ist es richtig rum? Bin mir gerade nicht sicher. Könnte eigentlich gehen. Oh, Sackgasse. Alles gut. Alles wieder zurück. Wie viele denn noch? Wieder von mir abschälen und dir geben. Das sollte eigentlich so funktionieren. Schau doch bitte nochmal auf dem Command-Blatt. Ich glaube, es ist Zahl zuerst. Alles klar. Wenn es wird wahrscheinlich. Okay, das hat gut. War doch noch irgendwo ein. Vorhin schon. Den habe ich nämlich noch nicht gekillt. Gehen wir jetzt nach oben. Oh, die Musik wird gruselig. Jetzt wieder eine Sackgasse oder geht es da hinten weiter? Ah ne, okay. Lara, vielen, vielen Dank für den Bit. Dankeschön. Ich muss OBS wieder aufmachen, sonst sehe ich nichts. Dankeschön dafür. Ach, da kriege ich immer Streifen geschenkt. Freu dich, Lara. Einfach freuen. Geh doch da hoch. Was? Streifen. Wie viel hat Sarah denn jetzt schon? Ist das irgendwo? Ich glaube nicht. Nee. Ja, dann muss ich wohl doch mal den Streifen-Shop endlich einführen, ha? Müsst ihr mir ein paar Vorschläge machen, was ihr denkt, was cool wäre. Oha. Mein Leben! Mein Leben! Mal wieder. Tausend Heilige. Ah. Dankeschön, Sarah. Nochmal. Reichen 40k Streifen für tolle Sachen? Ja, 40k Streifen reichen für tolle Sachen. Eindeutig. Wie komme ich da runter? Gab's da noch einen zweiten Weg? Ja. Es sind nämlich noch ein paar am Leben und die muss ich töten. Dann hatte ich doch nie so viele verschenkt und so viele Songs. Die Quest wird den Streifen echt was brichten.
Okay. Was ist das denn hier noch? Das müssen wir auch noch gucken. Und warum dieser Tonding da draußen ist. Aber, ja, ich freue mich, aber warum? Weil du es verdient hast. Vielleicht. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Sieben Punkt null hundertacht. Muss ich jetzt irgendwo aufdrücken? Was ist das? 7.908, oder nicht? Ich dachte. Ich würde von meinen Streifen gerne Einrichtung für die Lurka-Ecke kaufen. Also wir könnten theoretisch einrichten, dass es einen Lurka-Couch-Command oder einen Lurka-Ecken-Command gibt. Und man kann sich mit ein paar Streifen eben irgendwas dazu kaufen und dann steht in dem Command, was schon alles in der Lurka-Ecke steht. Das können wir natürlich tun. Das wäre gar kein Thema. Das passt ja eigentlich, oder? Tust du irgendwas oder tust du nichts? Was machst du? Na, gehen wir mal in den Aufzug. Neues Sofa kostet aber 3000 Streifen. Das ist mal eine geile Idee. Die Lurka-Ecke gestalten. Bist am Locken. Alles klar, Steve. Hey, Handy. Hey, Handy. Aus. Okay. Tut mir leid, Steve, die Lurka-Ecke wird gerade renoviert. Dann tun wir da noch mal noch den Stöpsel rein. Da fehlt noch, ne? Und hier. Vor allem mit so einer kleinen läppischen Schnur, ja? Das passt ja drin. Aber die ließe sie sich sicher noch ausbauen. Ich überlege mir mal etwas. Mach das mal. Herr Kühn, das ist eine sehr gute Idee. Ihr dürft euch alle, ich habe ja in der Submail geschrieben, dass ihr alle gerne und herzlich eingeladen seid, Feedback zu geben. Nutzt das bitte, weil es sind ja alles Dinge, die euch auch interessieren. Oh, Ice Spray. Also sollte euch auch, wenn es nur Quatsch ist, einfallen. Einfach mir mitteilen, ob es im Feedback-Kanal ist oder einfach per Discord-Privatnachricht. Ist okay. Ich
kann mir dann immer noch, wenn's, selbst wenn es Blödsinn ist, immer noch irgendwas mir denken, was vielleicht doch cool wäre in diesem Spiel oder in der Art. Retten wir sie jetzt? Oh, wir haben sie gerettet. Gerettet. Was muss ich jetzt tun? Radio einstellen, damit wir tanzen können? Oder? Irgendwie scheint das nicht so funktionieren, ha? Ich, Knie, geboren an einem Tag vor 21 Jahren, beantrage offiziell bei der Führungsetage die Einrichtungsmöglichkeit eines privaten Bierkühlschranks für die Lurka-Ecke. Mit kollegialen Grüßen, das Knie. Apropos Feedback, die Sub-Nacht war heute Mittag so ziemlich das Erste, was mich an diesem Tag zum Lächeln gebracht hat. Oh, das freut mich, Sarah. Das sollte so sein. Was muss ich tun? Ah, wir sollen rausgehen. Ne? Ich habe auch nichts mehr dabei oder so. Kann ich mit ihm reden? Nee, kann ich nicht. Was muss ich machen? Bin da mal das Hell. Was? In das Hell. Prinz Landen? Der Lurka-Ecke. Alles klar, Knie. Ich wünsche viel Spaß beim Dörfen. Hoch zum Raumschiff. Hier kam Musik. Ein Raumschiff geht. Ich komme nicht zum Raumschiff. Das mag mich nicht, das Raumschiff. Kann ich vielleicht um die Ecke gehen? Ist da irgendwas oder so? Nee. Ha. Also ich weiß nicht, was mir das bringt. Keine Ahnung. Und die 7.0108 habe ich eingestellt.
Kann ich sie spielen? Nee, ich glaube nicht. Kann ich da hoch? Hm. Ja, doch. Aber sie, und wie wechsle ich? Wie werde ich denn zu ihr? Musst du dich irgendwie bewegen? Irgendwie so hier hin oder so? Oh. Okay. Würdest du bitte... Hallo? Ah, ja. Ich weiß, dass du keine Ahnung hast. Das soll ja auch nicht tun. Würdest du vielleicht das Ding bringen? Jetzt zu blöd? Wie? So, ich bin nochmal ein wenig intensiv in der Luca-Ecke, dann ist Schluss für heute mit Lernen. Alles klar, Sarah, mach das. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und drück dir den Daumen. Wie funktionierst du? Ja. Hallo. Hilfe. Steuerung. Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich dich irgendwie aufmachen? Das Kabel geht da raus.
Irgendwas muss das damit zu tun haben, dass das da drauf steht und dass das da hinten, ich weiß. Weil ich meine, das muss irgendwas machen und das andere Ding muss irgendwas machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es sind fünf so Felder hier unten. Check ich nicht. Irgendwas check ich nicht. Aber was check ich nicht? Wie soll das Ding da drehen? Und wir sollen was tun? Ich habe keine Ahnung. Ja, Kali. Ja, bitte. Die Wartemelodie aus der Fernsehserie? Wartemelodie aus der Fernsehserie? Welche? Frequenz im Radio ist richtig eingestellt, okay? Ich komme mir gerade vor wie auf dem Rummel. Ich habe die Frequenz in dem Tastending gefunden. Welchem... Was? Muss ich jetzt die Melodie nachspielen? Wollt ihr mir das sagen? Okay, ich muss das nochmal hören. Au, das war bestimmt furchtbar laut, Entschuldigung.
Das tut mir fast ein bisschen leid. Musik oder was ich muss danach spielen, ist für mich in solchen Spielen immer die Hölle. Eigentlich nicht. Ich habe nur wirklich null darauf geachtet, dass da gerade Gedudel, also dass dieses die läuft. Keine Ahnung, hab ich echt nicht drauf gehört. Null. Was das nicht? Scheinbar war es falsch. Ja, es fängt mit dem Ton an. Nochmal hören. Okay, nochmal. Oh, ich finde, es klang jetzt besser. Ha! Okay, alles klar. Aha. Okay, ja, danke schön. Vielen herzlichen Dank. Ich hab's geschafft. Beruhigend. Sehr beruhigend. Ich mag es immer, wenn die Propeller so Pupsgeräusche machen. Ich finde es total genial. Super! Oh mein Gott! 3 Stunden später, wir haben das Spiel durch. Oh mein Gott, ist das kompliziert gewesen. Puh. Manchmal stelle ich mich auch ein bisschen dumm an. Alles klar. Jetzt hast du das Tutorial durchgespielt. Ja, ich habe gerade eben
Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, irgendwas muss da sein, was ich nicht check. Also bei diesem, bei der Frequenz, die ich habe einstellen müssen. Die ganze Zeit so, hä, was ist das? Was zur Hölle muss ich da, auf was muss ich achten? Was sehe ich nicht? Was höre ich nicht? Und dann ist das nur diese 5 Töne, die ich habe das echt nicht gecheckt. Super, in dem Moment, wo du die Melodie richtig hast, Ruta macht ganz gemütlich einen Neustart. Ach, das tut mir leid. Aber auch nur ein bisschen Perle. Wittmann. Lass mich auch mal dumm sein. Oder doof. Doof trifft besser. Das dumm wäre bei dem 5 gewinnt. Da war ich einfach nur zu dumm. Ich weiß nicht, also es ist, ich liebe Rätselspiele und vor allem, wenn die Rätsel nicht so offensichtlich sind, aber also ich versuche halt an meiner Geduld zu arbeiten, weil ich habe einfach keine und es regt mich fürchterlich auf dann und ja, ich möchte nicht so schnell aufgeben, deswegen mag ich Rätselspiele. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht nicht ganz so das Richtige, aber naja. Oh, das Spiel war cool. Wir müssen unbedingt groß geschrieben und fett unbedingt die anderen Teile von Amanita Design spielen. Also Samorost, Botanicula. Ich glaube, Samorost hat sogar mittlerweile 3 Teile. Also ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal darauf einstellen, dass es die demnächst geben wird. Weil ich das Spiel wirklich sehr, sehr schön fand. Und auch allgemein, also die Aufmachung davon, die Grafik, solche Späße. Haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und Tschutschel, stimmt. Tschutschel auch noch. Unbedingt. Ja, du hast vom Drücken der Tasten nicht Uno gesagt. Nochmal von vorne. Wow. Manchmal hell.